Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Squad Building Challenges. Heute die 20. Variante dieser Episode. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Squad Building Challenges. Heute die 20. Episode zu diesem Spielmodus in FIFA 17 Ultimate Team in FIFA 17. Und ich bin gespannt, was wir heute in unseren Sets ziehen werden. Denn wenn ihr euch jetzt fragt, Max, es kam so lange keine mehr, warum heute? Ganz einfach, in letzter Zeit benutze ich die Spieler aus den SBCs ja in den 7-Minute Squads, beziehungsweise ziehe die Packs in den 7-Minute Squads. Da ich die aber in nächster Zeit kürzer halten möchte und das Team of the Week ziemlich nice ist, dachte ich mir, ich mache einfach die Topper Team Challenge zum dieswöchigen Wochenende in diesem separaten Video. Ziehe die Spieler und die werden dann in der nächsten Episode der 7 Minute Squads benutzt. Ist ein separates Video für euch. Ist, denke ich mal, ganz cool. Und dann habt ihr nicht den Stress, dass das Video von den 7 Minute Squads irgendwie 20 Minuten dauert, sondern halt eben nur 10. Wir haben ziemlich coole Challenges dabei. Und zwar haben wir Ingolstadt gegen Leipzig, PSG gegen Nizza. Dann haben wir Tottenham gegen Arsenal, das heißt London Derby. Und wir haben Real Sociedad San Sebastian gegen Granada. Sehr, sehr cool. Wir kriegen einmal ein Jumbo Premium Gold Set, wir kriegen ein Premium Electrum Spieler Set, wir kriegen ein Premium Gold Spieler Set und ein Jumbo Premium Gold Set Nummer 2 und ein Team of the Week Set. Und das Team of the Week ist ziemlich geil, unter anderem mit Benteke beispielsweise. Und auch wenn ich wahrscheinlich genau weiß, wen ich ziehen werde, und zwar irgendeinen relativ schlechten Spieler, wer ist hier der schlechteste? Den Kollegen hier. Den werde ich locker ziehen. Oder eben Fabian oder Ganso, also irgendjemand, der nichts wert sein wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Über Depreve würde ich mich sogar freuen, aber ich kann mir auch Caio Della Bella, Ganso, aber Ganso hat zu hoch bewertet für mich, Fabian oder diesen Kollegen hier, nicht den hier, einen von denen werde ich ziehen. Über Jahrstein würde ich mich sogar auch freuen, weil 85er ist ja auch nichts wert, aber wir werden sehen, ja. Trotzdem, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung aus, haben wir 6% Rabatt bei IG Vault auf eure FIFA Points, FIFA Coins. Hier ist eine meiste Guthaben, da komme ich immer mit durcheinander. Meine Zunge ist übrigens eingefroren, weil ich Eis gegessen habe. Weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber deswegen rede ich vielleicht ein bisschen komisch oder anders als sonst. Lasst euch davon nicht irritieren. Ja, wir gehen einfach in den Challenges rein. Social Media Links, Instagram, Twitter, Facebook sind da auch. Mein Merchandise und ihr könnt den Kanal kostenlos abonnieren, um keine Videos unter anderem natürlich dieser Mindestquad-Episode zu verpassen. Das ist Challenge Nummer 1. Wir brauchen einen Spieler von Nizza, wir brauchen einen Spieler von PSG, 11 Spieler aus der Ligue 1 und insgesamt ein 80er Rating. Das haben wir hier, warum auch immer. Normalerweise müssten die Ratings gar nicht hoch genug sein, weil 78, 79, 80 im Mittelfeld ergibt nicht 80. 80, 81, 80, 81, 78 ergibt auch nicht 80. Und 82, 76, 78, 78, 82 ergibt so gesehen auch nicht 80. Aber es ist ein 80er Rating und von daher bin ich zufrieden. Die beiden Spieler von PSG bzw. von Nizza sind hier einmal Marquinhos und auf der rechten Seite Pereira, schicken wir ab, nehmen wir mit und haben damit das erste gute Set in der Tasche. Das zweite ist dann Real Sociedad gegen Granada und da brauchen wir 7 spanische Spieler, eine Bewertung von mindestens 79 und eine Teamchemie von mindestens 90. Haben wir hier auch relativ easy geschafft, weil wir Torres im Sturm haben, im Mittelfeld haben wir eigentlich nur No-Names, die beiden Spieler von Granada bzw. von Real Sociedad sind Carcela González und Granero und ich will mal ganz kurz gucken, vielleicht ob ich noch einen anderen spanischen Stürmer, den ich da hinstellen kann. Beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, wir haben 7 Spanier jetzt hier gerade. Schauen wir mal ganz kurz nach, ob ich da noch jemand anders hinstellen kann. Weil an sich würde ich Torres ungern eintauschen, weil ich ihn so gerne mag. Aber ansonsten müsste es wohl David Villa sein, weil ich glaube nicht, dass Moreno reicht. Nein, oder nicht. Oder Mittelstürmer. Theoretisch würde auch ein 10er funktionieren, aber ich glaube nicht, dass da... habe ich keinen im Verein, deswegen muss ich dann leider Gottes Torres nehmen. Aber ist okay, weil für die Squad-Building-Challenges ist es immer gut. Und das Set ist ein Premium-Elektrum-Spieler-Set und vielleicht ziehe ich ja einen besseren Spieler als Torres, auch wenn das unwahrscheinlich ist, weil ich normalerweise nie einen Spieler über 81 ins Set ziehe, wie ihr wisst. Beziehungsweise keine dicken Sternschnuppen mehr seit Lichtjahren. Schaltjahren. Lichtjahre sind entfernt. Richtig. Radetzky, Abraham und Wendt machen dann hier das quasi Team komplett und damit schicken wir auch das ab und kriegen dafür das Premium-Elektrum-Spieler-Set. Und damit bin ich noch zufrieden. Dann haben wir noch 2 Challenges, und zwar einmal RB Leipzig gegen Ingolstadt. Die ist gar nicht mal so einfach an sich, allerdings irgendwie schon. Weil wir brauchen 3 seltene Spieler, einen von Leipzig, einen von Ingolstadt, beziehungsweise 2 von den beiden Vereinen. Und eine mindestens 78er Gesamtbewertung, 3 seltene Spieler. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier gar nicht so in einer Summe auf 78 wieder komme. Doch, wenn ich drüber nachdenke, doch. Ja, doch, doch. Aber, soll mir so oder so egal sein. Ich würde eigentlich nur ungern Modest eintauschen. Mal ganz kurz nach, ob ich da noch irgendwas machen kann. Es müssen halt alle Spieler aus der Bundesliga sein, leider Gottes. Dementsprechend kann ich da nicht irgendwie rumtricksen. Wie wäre es mit Osako? 77. Kann ich da irgendwas machen? Große Frage. Gnabry will ich nicht eintauschen, S-Fein logischerweise auch nicht. War kurz davor bei der Ligue 1 Challenge Boulevou einzutauschen. Aber das wäre auch leicht unsinnig gewesen vielleicht. Also meine Special-Karte von Boulevou. Habe ich denn irgendeinen tauschbaren Spieler, nicht unbedingt Stürmer aus der Bundesliga?
der einfach selten ist. Delaney zum Beispiel. Ja, das geht. Gut, dann machen wir das noch so. Dann muss ich meinen Modest nicht eintauschen. Sehr schön. Damit waren wir definitiv in der Summe in meinen Augen nicht auf 78. Aber gut, ein Premium Goldset kriegen wir dafür. Und, oder ein Jumbo Premium Goldset? Jumbo Premium Goldset, 15K-Set. Und dann noch Spurs gegen Arsenal. Wir brauchen 4 Spieler von Tottenham und Arsenal in der Kombination. Da haben wir hier einmal Debuchy. Wir haben Walcott. Wir haben Ospina. Und wir haben Danny Rose. Dann haben wir noch Lovren, Lallana, Zaza, Reed, Lanzini und Harvard Nordfight zusammen mit Benteke. 5 seltene Spieler, mindestens 81er Bewertung, das macht es ein bisschen schwieriger, aber ist in Ordnung. Genau, 95 Chemie, die haben wir, weil wir Zaza im zentralen Mittelfeld spielen, zentral defensiv sogar. Aber ist in Ordnung und jetzt habe ich den Spieler eh eingetauscht, das heißt jetzt ist zu spät. Premium-Gold-Spieler-Set und das Team der Woche-Spieler-Set und der ist tauschbar. Das heißt, im Idealfall kriegen wir da was richtig Geiles raus. Wie gesagt, ich glaube nicht dran, aber probieren werden wir es trotzdem. So. Gehen wir auf den Shop, Team of the Week haben wir uns angeguckt und wir starten, denke ich mal, genau so. Ne, wir starten mit dem Premium-Elektrum-Spieler-Set, weil das wird das Schlechteste wahrscheinlich sein. Ja, kleine Sternschnuppe, das war logisch. Und es wird Jose Fonte. Oh, 83er Rating, das ist gut, weil den habe ich letztens erst eingetauscht von der SPC. Und jetzt kriege ich einen von, hier, Mappen, ne, von West Ham zurück, wo ich gerade Reed eingetauscht habe. Dazu noch Samu Castillejo, habe ich auch letztens eingetauscht von der SPC. Und die drei kann ich getrost abstoßen. Habe sogar ein bisschen Profit von Münzen gemacht. Sehr schön. Normalerweise nehme ich die Spieler immer mit, weil, also außer wertvolle, weil da habe ich wieder neue im Verein. Und, ne? Aber die SPC, also es geht ja nur ums Packs. Also. So, Non-Rare. Okay, ich nehme alles zurück. Das Elektromspieler ist einfach besser. Roder Jäger kriegen wir hier einen ja, sehr langsamen, nicht langsam, schlechten Stürmer. Mit einem 81er Tempo immerhin. Das ist nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Dann haben wir noch Dirk Koyt, die Legende. Felipe, das ist ganz gut für SPCs. Vielleicht, wenn wir Brasilianer brauchen. Aber ja, alles in allem war das Set recht scheiße. Vielleicht wird das nächste, hoffentlich wird das nächste Jumbo Premium Gold Set besser. Wieder kein Walkout. Überraschung, Überraschung. Aber ein seltener Spieler. Das ist ja schon mal etwas. Fernando Torres. Gerade eingetauscht. Und da ist er wieder. Sehr schön. Das freut mich. Da haben wir ihn zurück. Das ist Zufall. Ich habe doch, habe ich nicht sogar gesagt, vielleicht ziehen wir den ja wieder. Wahnsinn. Castillo haben wir dann noch, der war ja bei 96 im Gespräch. Spahic und D'Alessandro, den 5-Star-Skiller, den ehemaligen Wolfsburger, der immer noch aktiv ist. Wahnsinn. Dazu, oh, Martin Harnik, Fußballgott. Auswärtstrikot von United. Das könnte vielleicht was wert sein, weil das sieht eigentlich ganz cool aus. Nein, das ist nicht, zumindest nicht wert, das draufzustellen. Steven Nathmis, Pochettino, den kann ich mal draufstellen, weil, warum nicht? Und ansonsten discarden wir den Rest, inklusive diesem Jungen. Und kommt zu den letzten beiden Spielersets. Und zwar einmal Premium-Gold-Spielerset. So, kein Walkout, Überraschung, Überraschung. Keine dickere Sternschnuppe, ebenfalls Überraschung, Überraschung. Aber es wird immerhin Loris Karius. Den wollte ich eintauschen, weil ich den schon habe. Aber dann packe ich noch auf den Transfermarkt, dann kann ich demnächst mal eintauschen. Donnarumma haben wir dann dabei. Und Dendonka, Zielinski, das ist ganz gut, weil ich brauche mal wieder Serie A-Spieler. Ayhan, der, ich glaube, suspendiert wurde nach einer Aktion, die er gebracht hat. Maxim, der letztens dieses schöne Freischuss-Tor geschossen hat. Yo. Gut, Donnarumma ist nichts wert, das ist nicht überraschend. Karius, wie gesagt, auf Transferliste. Und den Rest des Karten für 1800 Münzen. Und damit kommen wir zum Informset. Große Spannung. Wie gesagt, ich habe meine Shoutouts gemacht. Oder meine Shouts gemacht. Ich bin gespannt, wer es werden wird. Es wird ein Inform. Es wird kein Walkout. Die Sternschnuppe ist nicht klein. Und es wird Max Kruse. Ja, das ist okay. Das ist okay. Okay. Es ist genauso schlecht wie Ganso eigentlich. Vielleicht sogar schlechter als Ganso. Also vom Rating auf jeden Fall schlechter als Ganso. Auch nichts wert. Aber ihr wolltet sowieso ein Video mit dem sehen. Zwar Deal With, aber dann werdet ihr euch sicherlich auch freuen, gerade die Bremer unter euch, wenn der in der 7-Minute-Squad-Episode vorkommt. Schön. Nehmen wir den mit. 83er Rating. Ist auch in Ordnung. Und dann würde ich sagen, war es das von dieser Episode, beziehungsweise von... Achso, Harnik. Ich dachte gerade Spieler aus Lieblingsverein. Seht ihr jetzt nicht ganz. Aber ich dachte schon Harnik. Quatsch, ich dachte schon Kruse. Nee. Ja, egal. Ich hoffe, euch hat diese Episode der Squad Building Challenge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, checkt den Link in der Beschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit dem nächsten Video. 7-Minute-Squads, checkt es auf jeden Fall aus. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.